Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Hans-Peter von freiheit-durch-wahrheit.de. Heute mit einem neuen spannenden Video über das Thema die Zerstörung unserer Geschichte. Die Wissensvernichtung. Das wird immer gerne unterschätzt. Warum brennen ganze Bibliotheken ab? Ist das Zufall oder ist das kein Zufall? Und da fangen wir jetzt mal mit unseren eigenen Vorfahren an. Wer kennt von euch nicht Asterix und Obelix? Das ist ein Ausschnitt aus einem Asterix-Heftchen. Nach der Niederlage bei Alesia schleuderte Vercingetorix seine Waffen Caesar zu Füßen. Damit ist Gallien offiziell besiegt. So steht es im Comicheft und es entspricht tatsächlich der offiziellen Geschichtsschreibung. So soll es gewesen sein. Und das schauen wir uns mal näher an. Also, die Italiener mochten Asterix und Obelix nicht so begrüßen. Denn wen wundert's, kamen doch die Römer in vielen Geschichten Mainz als Deppen daher. Und wenn auch Gaius Julius Caesar mit seinen zahlreichen Legionen am Ende zwar der Sieger war, lehrten ihm jedoch einige Gallierstämme das Fürchten. Insbesondere unter Führung des gallischen Feldherrn Vercingetorix. Und auf den kommen wir kurz zu sprechen. Hier sehen wir ein Bild von Vercingetorix zu Besuch bei Julius Caesar oder im Gespräch mit den Feldherren, nachdem er besiegt worden ist und die Waffen zu Füßen von Julius Caesar wirft. Bereits 6 Jahre lang versuchte Caesar während des Gallischen Krieges die gallischen Gebiete zu erobern. Vercingetorix stand an der Spitze der gallischen Koalition und wollte den Vormarsch der Römer aufhalten. Und nach einem misslungenen Angriff floh Vercingetorix mit seinen Mannen in das Oppidum Alesia, der Festung der Mandubier. Und hier habe ich mal ein Bild, wie das gemalt worden ist, wie das ausgesehen haben soll, die Befestigung. Und rechts sehen wir das, was heute davon noch übrig ist. Und von der Bibliothek bzw. berichtet wird von diesem Geschehen, ist heute noch in Alesia in diesem Museum. Was viele aber nicht wissen, ist, dass dort nicht nur einfach nur die Stadt oder die Festung Alesia war, sondern wir haben gehört oder wir denken, dass die alten Kelten deswegen ihr Wissen über die Alchemie und über viele, viele, viele medizinische Dinge nicht niedergeschrieben haben und sie nur mündlich überliefert haben, um dieses Wissen zu schützen. Das ist nicht ganz richtig, denn in Alesia stand tatsächlich die größte Bibliothek Europas mit keltischem Wissen. Und ich vermute, dass deswegen Alesia das Angriffsziel zur Besiegung der Gallier war von Julius Caesar, weil genau diese Bibliothek dort zerstört werden sollte. Also, halten wir folgende Fakten fest. Unsere Urschriften der alten keltischen Druiden wurden in Alesia und in Frankreich gelagert. 45 vor Christus besiegten die Truppen von Caesar die Truppen von Vercingetorix, womit Alesia vollständig vernichtet wurde und damit auch die Bibliothek. Es ging wahrscheinlich im Grunde genommen nur um Wissens- und Geschichtsvernichtung und nichts anderes. Denn der Sieger schreibt die Geschichte. Tja, und schon kommen wir zu Diokletian. Kaiser Diokletian, der römische Kaiser Diokletian, der ließ um 279 nach Christus, also nicht viel später, die über 200.000 atlantischen Schriften der Ägypter ihre Werke über Alchemie, Astronomie und Astrologie vernichten. Zufall? Erzbischof Theophil ließ knappe 100 Jahre später, 389 nach Christus, weitere 700.000 Werke in der berühmten Bibliothek von Alexandria vernichten. Darüber gibt es auch einen wunderbaren Film, Agora heißt er, und er handelt von der damaligen Wissenschaftlerin und Tochter des Bibliotheksleiters Hypatia. Und wer den Film sieht, ja, dem wird recht eindrücklich dargestellt,
dass diese Dame aufgrund dessen A, dass sie eine Dame ist und B, die Wissenschaft fördern will, was ein ja, Sakrileg im Auge der damaligen Urchristen war, riss man ihr die Kleider vom Leib und steinigte sie lebendig. Und diese christliche, ich nenne sie mal Taliban der Antike, waren die sogenannten Parabolanis. Das war eine christliche Extrembewegung der damaligen Zeit. Die ließen die arme Hypatia steinigen bei lebendigem Leib. So die Geschichte. Und auch hier wurde dann die Bibliothek von diesen Parabolanis vollständig verkommen und zerstört. Leo der Isaurier, der byzantinische Kaiser, ließ 726 nach Christus 300.000 Handschriften durch Feuer vernichten. Karl der Große, der berühmte Sachsenschlechter, hier auf dem Bild beim Sturz der Irminsul, der ließ die komplette germanische Kultur regelrecht ausrotten. Zwangschristianisiert wurde hier. Im Mittelalter, wissen wir, tat die katholische Kirche ihr Bestes durch die Inquisition. Und in der heutigen Zeit finden Geschichtsfälschungen, wie wir wissen, immer noch täglich statt, nämlich in Massenmedien, in Schulen und in Universitäten. Denn das Wissen von diesen ganzen Videos, die hier in meinem YouTube-Kanal und in meinen Büchern präsentiert werden, die wird man sicherlich nicht in herkömmlichen Geschichtsbüchern finden. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Naja, die Glaubenskongregation, schon mal von gehört? Thema Heilige Inquisition, gibt es die heute überhaupt noch? Ja, natürlich, sie nennt sich Heilige Kongregation der katholischen Kirche oder Glaubenskongregation. Und bevor unser lieber Herr Josef Ratzinger, der ja so überaus sympathisch wirkt auf diesem Bild, zum Papst ernannt wurde, war er der Leiter. Er war im Prinzip ja, der oberste Führer der Heiligen Inquisition. Ne? So jemand wird Papst. Die Auslöschung der Vergangenheit. Ja, ihr seht hier nochmal kurz dargestellt. 221 bis 207 vor Christus wurden in China zum Beispiel damals über 100 Denkschulen vernichtet und über rund 100 Gelehrte wurden getötet. 473 nach Christus wurde, wie gesagt, die kaiserliche Bibliothek von Konstantinopel mit über 200.000 alten Schriften, auch aus Alexandria, vernichtet. Und während der spanischen Inquisition wurden unendliche Schriften verbrannt. 1564 wurde auf dem Konzil von Trient mit dem Verzeichnis der verbotenen Bücher beschlossen, dass ohne die Erlaubnis des Bischofs keine Bücher gedruckt werden dürfen. Na, eine bessere Lizenz gibt's doch nicht, Geschichte zu fälschen. Na, nur ich entscheide, welche Bücher gedruckt werden dürfen. Im 16. Jahrhundert wiederum veranlasste der Vatikan die Vernichtung großer Bibliotheken, haltet euch fest, in Mexiko, um die Geschichte der Mayas auszulöschen. Auch dort wirkte man extrem aggressiv. Es geht aber noch weiter. Jetzt kommen wir mal an die neue Zeit, denn auch heute wird noch Geschichtsfälschung und Geschichtsvernichtung betrieben. Massivste Art. Denn 1962 wurden über 8000 wertvolle Artefakte in Ecuador vernichtet. Laut Untersuchungsexperten wurde das Museum jedoch vorher geplündert und dann in Brand gesetzt. 1986 wurde die Bibliothek in Los Angeles in Brand gesetzt. 1992 ist die Bibliothek Sarajevo mit 2 Millionen Bänden abgebrannt. 36 Bibliotheken wurden während des Irakkrieges in Bagdad zerstört. Da fragt man sich, ob das allein nur zur Okkupierung des Landes war oder ob diese kriegerischen Auseinandersetzungen, diese völkerrechtswidrigen Überfälle auch dazu dienen, die Geschichte zu vernichten. 2016. Bibliothek, Museum für Naturgeschichte in Neu-Delhi. Abgebrannt. 2018. Museo Nacional de Brasil in Rio de Janeiro. Mit über 20 Millionen Ausstellungsstücken. Abgebrannt.
Ich möchte nicht wissen, wie viel dieser Museen, bevor sie abgebrannt sind, geplündert wurden und sich heute in Hunderten von Kilometern Geheimarchiv des Vatikans sich Teile dieser Schriften befinden und nicht in die Öffentlichkeit geraten. Tja, ihr Lieben, die heutige Geschichtsfälschung. Wie gesagt, Internet, Fernsehen, Radio, Zeitung. Wir müssen nur das Fernsehen anschalten und wir werden indoktriniert mit Geschichtsfälschungen. Da, wo ich aktuell lebe, da habe ich kein Fernsehen. Ich habe hier meinen Laptop, mache nette Videos für euch, aber werde sicherlich nicht das Fernsehen einschalten und mir diese Massenindoktrination geben. Da lese ich doch lieber ein gutes Buch. Oder schreibe ein Buch. Ich freue mich auch schon in den nächsten, ich denke, 4 Wochen werden wir soweit sein, wird der Folgeband, der Band 2 von Wenn das unsere Ahnen wüssten, sowie der Band 2 von Wenn das Jesus wüsste, auf den Markt kommen. Natürlich weiß es Jesus, das ist ja ein Wortspiel. Und der neue Band wird heißen, Wenn das unsere Ahnen und Jesus wüssten. Denn man kann das eine ohne das andere, wenn man tief in die Geschichtsforschung geht, nicht alleine stellen, man muss es verbinden. Das ist das, was ich erkannt habe. Ja, heute mal ein kurzes Video, einfach nur mal über die Verbrennung von unserem Wissen in der Geschichte. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende und alles, alles Gute, ihr Lieben. Seid gesegnet in dieser spannenden Zeit. Bis bald. Tschüss.